Montana Black, Gnu und Trimax machen es vor. Streaming macht Spaß und kann einen auch ganz schön zu Erfolg bringen. Du fragst dich, ob du das auch schaffen kannst und was du dazu brauchst? Dann bist du in diesem Video genau richtig. Wer auf Social Media erfolgreich sein will, der braucht vor allem eins: Zeit. Denn Videos für YouTube oder Postings für Instagram, das muss alles erst vorbereitet, danach bearbeitet und hochgeladen werden. Wer darauf keine Lust hat, für den ist eine andere Option vielleicht ansprechender: Streams. Denn da fällt die ganze Vor- und Nacharbeit schließlich weg. Aber ist Streaming wirklich so einfach? Das gucken wir uns heute an. Ich selbst habe gar nicht so viel Ahnung von Streaming und auch nicht von der ganzen Technik dahinter. Deswegen habe ich mir heute verschiedene Experten eingeladen. Und wir fangen an mit Marius, meinem Technik-Pro, der immer hier mit mir im Studio sitzt. Marius, erzähl uns doch mal, was braucht man eigentlich so als Streaming-Setup und was kostet das Ganze? Zuallererst brauchst du natürlich ein Gerät, mit dem du streamen kannst, also eine Konsole oder einen Computer. Die PS4 und 5 haben eingebaute Funktionen zum Streamen. Für die Xbox benötigst du die Twitch-App. Für den PC gibt es verschiedene kostenlose Streaming-Programme, zum Beispiel die Open Broadcaster Software. Eine schnelle Internetverbindung ist natürlich auch ein Must-Have. Am besten verbindest du dein Gerät per LAN-Kabel mit dem Router. Damit hast du eine deutlich stabilere Verbindung als per WLAN. Damit dich deine Zuschauer hören können, brauchst du natürlich auch ein Mikrofon. Am Anfang reicht dir erstmal ein normales Headset. Wenn dein Publikum dich gleichzeitig auch noch sehen soll, benötigst du eine Kamera. Achtung, diese sollte nicht wackeln. Entweder nimmst du erstmal eine alte Webcam, die du fest montieren kannst, oder eine Laptop-Kamera. Für die beste Qualität verwendest du eine Spiegelreflexkamera, die auf einem Stativ befestigt ist. Um deinen Zuschauern ein bestmögliches Bild von dir zu geben, brauchst du auch eine gute Beleuchtung. Am besten sind hier Lampen mit Softboxen. Diese vermeiden harte Schatten im Gesicht und beleuchten dich einheitlich. Die Preisspanne ist hier recht groß. Für ein Start-Setup, in dem du dich erstmal ausprobieren kannst, ob dir das Ganze liegt, reichen ein Headset und eine Webcam. Die günstigen Varianten liegen hier bei 30 bis 40 Euro jeweils. Wenn es direkt professioneller wirken soll, kannst du für eine gute Kamera mit Stativ und Beleuchtung mit ca. 600 Euro rechnen. Damit dein Ton auch dementsprechend gut klingt, solltest du dir ein Tischmikrofon-Set mit Popschutz zulegen. Das kostet dich nochmal ca. 200 Euro. Das klingt ja schon mal gut, also fürs Ausprobieren muss man noch gar nicht so viel investieren. Aber wenn man dann ein größeres Publikum unterhalten will, dann braucht man auch eine bessere Qualität. Irgendwie logisch. Wenn ich persönlich aber an Streaming denke, habe ich irgendwie solche Schlagzeilen hier im Kopf. Rundfunklizenzen, die man sich für Streamen kaufen muss. Das wiederum klingt für mich furchtbar teuer und auch furchtbar kompliziert. Deswegen habe ich mir eine Expertin dazu eingeladen. Und zwar Viktoria Beuke von der LFK. Liebe Viktoria, du kennst dich mit Rundfunklizenzen ja aus und kannst uns hoffentlich sagen, braucht man sowas, wenn man Streamerin oder Streamer werden will? Hallo liebe Kim. Genau, ich bin juristische Referentin für Rundfunk bei der LFK und kenne mich tatsächlich gut mit Rundfunklizenzen aus. Eins kann ich gleich vorweg sagen, seitdem der neue Medienstaatsvertrag in Kraft getreten ist, ist für Streamerinnen und Streamer einiges einfacher geworden. Hier wurden nämlich neue Ausnahmen geschaffen, ab wann man eine Rundfunklizenz braucht. Ein Kriterium zum Beispiel ist die Nutzeranzahl. Wenn man weniger als 20.000 gleichzeitige Nutzer hat, braucht man keine Rundfunklizenz. Das andere Kriterium ist die Meinungsbildungsrelevanz. Wenn man zum Beispiel nur einseitige Themen bedient, wie Online-Gaming, braucht man auch keine Rundfunklizenz. Okay, also das klingt ja erstmal beruhigend, denn so ein großes Publikum ist für jeden, der mit Streaming anfangen will, ja wirklich erstmal ein Traum. Aber jetzt muss ich schon nochmal nachfragen, wer braucht dann eigentlich Rundfunklizenzen und warum? Kannst du das noch erklären? Ja, sehr gerne. Wie schon gesagt, braucht man, wenn man über 20.000 gleichzeitig Nutzer hat, eine Rundfunklizenz. Oder wenn man Themen bedient, die besonders wichtig für die Meinungsbildung sind. Und warum ist es so? Weil der Gesetzgeber sich überlegt hat, dass wer eine so hohe Reichweite hat oder so wichtige Themen bedient, dass es da besser ist, wenn da nochmal jemand drüber schaut. Das merkt man ja besonders auch bei der Berichterstattung über den aktuellen Ukraine-Konflikt. Also, da haben wir wieder was gelernt. Vielen Dank, liebe Viktoria, für diese Infos. Dann kommen wir zum letzten, vielleicht aber auch wichtigsten Punkt. Einfach Mikro an, Kamera an und losstreamen. So sieht es natürlich bei den Großen immer aus. Aber wenn du gerade erst anfängst, ist es nicht unbedingt empfehlenswert. Es lohnt sich, sich vorher einen Plan zu machen. Was willst du streamen? Wie willst du in den Streams rüberkommen? Was liegt dir und was passt auch zu dir? Eigentlich ist es ziemlich logisch, in einem Livestream reagiert man auch wirklich live auf das, was passiert. Genau deswegen lohnt es sich, sich vorher ein paar Gedanken zu machen. Zum Beispiel dazu, wie du reagieren würdest, wenn dir jemand was Gemeines schreibt. Ein paar weitere Punkte habe ich dir in der Checkliste zusammengefasst. Die findest du hier in der Infobox. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, denn dann hast du einen Plan und kannst eigentlich schon fast durchstarten.
Und warum eigentlich fast? Natürlich, weil es noch einen ganz wichtigen Punkt gibt, den du unbedingt beachten solltest, und zwar geltende Gesetze. Zeig keine Bilder oder Videos von anderen Menschen ohne deren Einverständnis, stell niemanden im Internet bloß oder beleidige niemanden und denk ans Urheberrecht. Der große Streamer Montana Black, den wir sicherlich alle kennen, der musste nämlich schon mal 25.000 Euro bezahlen, weil er ein Video in seinem Stream gezeigt hat, das urheberrechtlich geschützt war. Und diese 25.000 Euro, die willst du sicher nicht bezahlen, deswegen achte auf geltende Gesetze. So, ich denke, damit haben wir die wichtigsten Punkte rund um Streaming geklärt. Bist du schon aktiv am Streamen? Dann schreib uns doch gerne deinen Kanal in die Kommentare. Vielleicht bietet sich da auch die Chance, sich untereinander zu vernetzen. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt aus der Checkliste in der Infobox. Und wenn du dich mit Leuten vernetzen willst, die sich gerne mit dem Thema Internet, Smartphone und Co. beschäftigen, dann lass uns doch hier ein Abo da.